Spaß. Schön, dass Sie dabei sind. Auch schön, dass es dabei ist. Unser Rateteam. Bodo Bach, Bettina Dietjen und Susanne Fröhlich. Hallo. Und natürlich der bezaubernde Moderator Roberto Capellucci. Danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sie werden jetzt gleich wie immer am Anfang der Sendung erfahren, wer unsere heutigen drei Straßenstars sind. Und was glauben Sie, wer von den dreien weiß, was eine Korinthe ist? Und wer von den dreien zieht immer ein Parkticket? Hier sind Harald, Franziska und Helmut. Im Moment bin ich im Ruhestand. Ich habe also vorher bei einer hessischen Sonderbehörde gearbeitet, das ist die Eichverwaltung. Meine Hobbys sind Kochen, Motorradfahren und ich sammle alte Uhren. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, bin eigentlich ein ruhiger Typ, an vielen Sachen interessiert. Ich bin auch auf dem Internet unterwegs. Wir reisen auch viel. Ich bin Personalsachbearbeiterin. Ich glaube, ich kann wirklich ganz gut mit Menschen umgehen. Meine Hobbys sind zurzeit meine neue Wohnung einrichten. Ansonsten gehe ich am Wochenende gerne mit Freunden weg, bastel ganz gerne, gucke gerne Sport, treibe auch ganz gerne mal Sport. Ich muss mich manchmal so ein bisschen abzappeln. Wie ist denn dein Familienstand? Ledig, aber liiert, sagt man, glaube ich. Ich bin Tischler. Alle noch da. Soll auch so bleiben. Ich gehe gerne zur Jagd, also ich gehe auch gerne fischen. Fahre gern Fahrrad, bin viel unterwegs draußen in der Natur. Ich bin sehr unordentlich, kein großer Technikfreak, ich lese gern Zeitung. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Sind Zwillinge, sind beide 9. Ja, mein Lieblingsurlaubsland ist definitiv ja der Norden, also ich würde speziell sagen Schweden. Harald, Franziska, Helmut. Um Wissensfragen geht's wie immer in der ersten Runde. Ich habe den dreien ein Lied vorgespielt, dieses hier. Und habe sie gefragt, was das für eine Komposition ist, Bodo. Beethoven. Ja, weiter. Die nach der 8. Die 9. meinst du? Ja. Die 9. geht da, 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 da. Mhm. Dann keine Chance. Nee. 5. Ist ja bekannt, ne? Ist auch 5. Die 5., ganz genau, die 5. von Beethoven ist es. Wer von den dreien hat das gewusst? Was glaubt ihr? Helmut? Es ist nicht Helmuts Musik. Mhm. Er ist Motorradfahrer, er hört eigentlich andere Musik. Was hört der Country eher auch so mit dem Hut auf? So, oder was glaubst du, was hört er? Ja, das ist vielleicht zu naheliegend. Aber ich glaube, er hört eher Rock. Ja? Ja. Okay. Aber er weiß, was es ist. Er kennt's. Beethovens 5. nämlich. Es gibt die Franziska hat eine Best-of-Klassik-CD bekommen. Da ist das ja mit Sicherheit drauf. Da ist auch die kleine Nachtmusik drauf. Und ja. So. Das ist so Klassik zum Kennenlernen. Das hat ihr mal ein Freund geschenkt. Meet and Greet. Ja. Mit dem ist sie auch nicht mehr zusammen, weil sie guckt doch lieber Pop- und Rockkonzerte. Aber er war so ein Klassik-Freak und hat ihr mal so eine Best-of-CD mit Klassikmusik geschenkt. Sehr schön. Mhm. Ja. Nämlich halt Harald. Also ich glaube, Harald hört das sehr gern beim Schreinern. Er hat nur deswegen noch alle Finger, weil er immer Beethovens 5. hört. Das verhindert einfach, dass er sich auf die Finger haut. Da kann haut. Er ablesen, ob noch alle dran sind. Ja, nee, er ist ganz abergläubig geworden. Beethovens 5. Harald weiß das, sagt Bettina. Welche Komposition ist das? Wagner. Das Stück heißt Wagner, oder? Nee, ist von Wagner. Und wie heißt es? Oh Gott. Nee? Weltbekannt. Ja, weiß ich nicht. Nee, nein, naja. Nee. Klassische Musik ist nicht so seins. Klassische Musik ist eigentlich auch nicht Helmuts Ding. Der hört lieber Rock, sagt Susanne, aber trotzdem, er weiß, das ist Beethovens 5. Helmut, welche Komposition ist das? Beethoven. Oder Bach. Nee, Beethoven. Haydn. Beethoven, Beethoven. Das ist die 5. von Beethoven. Ja? Ja. Ah, richtig. 10 Punkte für Susanne. Aber das heißt ja nicht, dass Franziska das nicht auch weiß. Du hast ein überzeugendes Argument gebracht. Sie hat eine CD geschenkt bekommen von ihrem Ex-Freund. Ah. Best of Klassik. Im Grunde habe ich alles richtig gemacht. Da war das Aber Stück auch wieder gibt es keine Punkte. Was ist das für eine schöne Komposition? Ich glaube, es ist von Beethoven. Irgendeine Sinfonie. Ein Hit von ihm? Ja, nicht die 9. Das ist doch Freude schöner Götterfunken, oder? Ja? Ja, ich schätze mal die 6. 6. Ja. 6. Sinfonie von Beethoven. Das war knapp. Das war knapp, Bodo. Es war ganz schön gut. Es war ganz schön gut. Ja. Weißt du was, ich gebe dir einen Sonderpunkt einfach, weil es so ganz, du warst so dermaßen nah dran. Hm? Einen Punkt bekomme ich. Einen Punkt bekommst du. Was arbeitet Obelix, habe ich die drei gefragt, Bettina. Was? Weißt du, was der arbeitet? Was? Hinkelsteinträger oder was? Ja, Hinkelsteinproduzent. Ach, ist Produzent, er. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Ist lange her. Träger und Produzent, genau. Wer von den dreien hat das gewusst, dass Obelix Hinkelsteinträger/Produzent ist?
Harald weiß das. Harald hat Asterix und Obelix geliebt. Mhm. Aha. Ja, mit so Römer schlagen und Wildschweine. Ja, immer schön drauf. Das ist ja auch so ein bisschen Männermentalität. Mhm. Ja. Ich glaube, Helmut weiß es auch. Natürlich. Bei mir ist ja wurscht, weil es ist eh falsch. Aber ich will mich ja hier am Unterricht beteiligen. Nein, die hat die Wohnung renoviert sie gerade. Die richtet da rein, hat sie eine Fototapete Obelix für das Gäste-WC. Da kommt der hin und dran. Und da sieht man, dass er Hinkelstein hat. Hinkelstein hat er so am Rücken. Ja. Und da steht im Sitzen Pingeln drauf. Eine Tapete. Ja. Und da steht es drauf. Warum der Helmut? Helmut hat zwei erwachsene Söhne, deswegen, weil er mit denen zweimal schon Asterix durchgegangen ist. Jeder kennt das doch. Das hat doch jeder in der Kindheit gelesen und Helmut auch. Als die Kinder klein waren, hast du mit denen gelesen und deswegen weiß das sowieso. Okay, hier ist Helmut. Als was arbeitet Obelix? Der jagt Wildschwein. Ist das ein Beruf? Nee, so Mensch, das ist ein Ding. Was hat er immer dabei? Ein Hund, den kleinen Idefix heißt der. Hundedresseur. Also du sagst, er ist Wildschweinjäger. So ist es. Schmecken auch gut. Ach Mensch, nee. Ich habe auch als erstes Wildschweine gedacht, aber dann habe ich nochmal nachgedacht. Man muss doch im Fernsehen nachdenken. Helmut, Mensch, was ist jetzt mit Franziska? Es ist eh falsch, aber wir gucken es uns trotzdem mal an. Bodo meint, es könnte eventuell sein. Eine Tapete. Als was arbeitet denn Obelix? Ja, der schleppt ja die ganze Zeit Hinkelstein rum. Von daher, ich glaube, der arbeitet ja nicht auch da im Hinkelsteinbruch. Ja? Ja. Hinkelsteinabbauer. Früher gelesen, Asterix oder... Ja, mein Vater immer. Und ich habe dann so ein bisschen reingeguckt. Ja, und das ist richtig. Das sind 10 Punkte für Bodo. Und im Moment ist es sogar so, dass Bodo mit 11 Punkten führt. Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Aber wir haben nur noch Susannes... Muss man aber auch sagen, es ist unheimlich leicht. Also es ist ja wirklich... Der Harald, der ist so ein Jungending, sagt Susanne. Der weiß das auch. Obelix, Hinkelsteine. Mhm. Obelix, als was arbeitet der? Der ist Hinkelsteinträger. Komischer Beruf, Hinkelsteinträger. Oder Hinkelstein-Hersteller. Hast du früher gelesen, Asterix? Nee, aber ich gucke mit meinen Kindern im Fernsehen. Ja, aber er hat sich auch bewusst. 10 Punkte für Susanne. Susanne, die Einheit Lichtjahre. Was gibt denn die an? Das ist eine Frage für mich. Ja. Wie lange ein Lichtstrahl braucht, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen? Also die Einheit Lichtjahre gibt tatsächlich eine Strecke an. Wenn etwas ein Lichtjahr weg ist, dann ist es, ich habe es hier stehen, 9,5 Billionen Kilometer entfernt. Ja. Es geht um Strecke, es geht nicht um Zeit oder sowas. Mhm. Wer von den dreien hat das gewusst? Ein Lichtjahr ist eine Strecke von 9,5 Billionen Kilometer. Das ist, glaube ich. Das weiß der Mann vom Eichamt, weil er hat das auch eichen lassen. Ja, müsste, nicht wegen Eichen, aber das müsste er eigentlich wissen, weil er ist ja so relativ, hat eine gute Allgemeinbildung und das traue ich ihm zu. Also das, ich meine, ich habe mich ja gerade schon mal vertan mit Helmut, aber warum nicht? Ne? Versuchen wir einfach. Wie ja eben. Ja, du hast eben gerade noch Helmut groß kritisiert. Hast gesagt, wir sind beim Fernsehen, man muss ein bisschen mehr nachdenken. Ja, vielleicht. Ja, eben. Aber na, manchmal hat man ja Glück, ne? Das war Pech. Bodo, du warst auch erst bei Helmut? Auf Harald. Ja. Helmut wäre jetzt zu naheliegend. Mit dem Eichen habe ich auch sofort gehört. Aber Harald ist ein Naturbursche, der ist viel draußen. Der sitzt da in Volkmarsen am Twistesee oder so und dann guckt er in die Sterne. Ja. Und da hat er sich auch schon mal überlegt, wie lang braucht das Licht von da oben? Und das hat er sich dann auch angelesen. Er liest gern Zeitung, hat er, glaube ich, auch gesagt. Also ich bin bei Harald mit den Lichtjahren auf jeden Fall wieder bei 10 Punkten. Susanne, du bist auch bei Harald? Ja, ich würde sagen, es ist eher eine Männerantwort. Und dann Harald ist näher noch an der Schulzeit dran. Okay. Lichtjahre gibt eine räumliche Entfernung. Helmut war gut in der Schule. Wer? Helmut war gut in der Schule, auch in den Naturwissenschaften. Nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt zuerst Franziska an. Hat sie es tatsächlich nicht gewusst? Was gibt denn die Einheit Lichtjahre an? Ich würde sagen, die Geschwindigkeit, oder? Ja? Nee, die Entfernung. Nee, die Entfernung. Ja? Klar. Also ein Planet ist doch von der Erde so und so viele Lichtjahre entfernt. Ja. Das müsste ja dann eine ganz große Streckeneinheit sein. Super. Obwohl sie eine Frau ist. Unterschätzt. Ich bin beeindruckt. Ja. Ja. So, jetzt beeindruckt uns auch Helmut, denn er wird das auch wissen. Die Einheit Lichtjahre. Was gibt denn die an? Lichtgeschwindigkeit. Ich meine aber Lichtjahre. Ach so, Geschwindigkeit? Mhm. Ist auch eigentlich geeicht? Nee. Also das ist Geschwindigkeit? Ja, Geschwindigkeit. Nee, also jetzt ist schon Schluss mit mir und Helmut. Das ja, ist vorbei. Der Harald, der ist, wenn er auf dem Hochsitz sitzt, dann guckt er hoch in die... Ja. Sterne und denkt, Mensch, wie viele Lichtjahre sind die eigentlich weg von hier? Und deswegen weiß er auch, dass das Strecke ist. Was gibt denn die Einheit Lichtjahre an?
Die Geschwindigkeit von der Erde ins Weltall. Also wie wir uns ins Weltall bewegen, oder? Ja, Lichtjahre. Es dauert also so viele Lichtjahre, bis wir am Planeten X sind. So die Entfernung, die Geschwindigkeit. Also verschiedene Sachen. Entfernung. Ist was anderes als Geschwindigkeit? Ja gut, Entfernung. Entfernung. Ja, Entfernung. Huh, ja, alles richtig. 10 Punkte. So, das war jetzt ziemlich einfach, außer für Bettina. Nein, jetzt wird es vielleicht ein bisschen einfacher, weil jetzt geht es um die Persönlichkeit der Straßenstars. Um Eigenschaften der Straßenstars geht's. Ich habe die drei gefragt, ob sie Tatortgucker sind. Also ob sie regelmäßig sonntagsabends 20.15 Uhr in der ARD ganz genau, ob sie Tatort gucken. Was glaubt ihr? Wer sagt, bin ich? Es geht jetzt nicht darum, jeden Sonntag, aber generell. Sind sie Tatortgucker oder ja, Leute sagen, nee, gucke ich nicht, mag ich nicht. Harald ist Tatortgucker. Ja. Ja? Da gehen die Kinder ins Bett, ist der Ausklang des Wochenendes mit seiner Frau. Mhm. Bettina, was glaubst du denn? Eigentlich würde mein Herz mal wieder zu Helmut tendieren, aber ich bin ja beleidigt. Ja? Also nehme ich einfach Franziska. Ja. Weil junge Leute gucken, es heißt ja so eine Renaissance der Tatort. Junge Leute gucken ja auch immer wieder ganz gerne. Ne? Also Ich weiß es von, guck nicht so. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es Harald ist. Also Franziska war es jetzt einfach unsicher. Ach so, jetzt hat sie gewechselt. Ich glaube es auch. Was ist denn mit dir? Du hast jetzt Helmut genommen. Ich glaube sogar, dass der Helmut mal mitgespielt hat. Er hat eine kleine Rolle gehabt. Und zwar mit seinem Motorrad. Müsste er da irgendwo hinein. Als Toter? Oder wie? Nee, auf dem Motorrad ist er einem anderen hinterhergefahren. So. Das war ganz kurz im Bild. Sprich mir heute noch drüber. In Brenzbach war es, glaube ich. Okay, da gucken wir uns jetzt Helmut an, weil Helmut war ja auch so ein bisschen der heimliche Tipp eigentlich von Bettina, aber sie ist ja beleidigt. Ja. Bist du Tatortgucker? Ja, ja, gucken wir beide gern. Ja. Meine Frau geht ans Bett und ich gucke beide. Denn es ist ein Fußballspiel, da muss ich natürlich mit dem Tatort auch zurückstecken. So rum ist es bei euch. Sie guckt Fußball und du bist eher dann... Naja. Ja, aber er ist Tatortgucker, jawohl. 10 Punkte für Bodo. So, der ursprüngliche Tipp von Bettina, das war die Franziska. Und jetzt ist sie vielleicht keine Tatortguckerin mehr. Das ist jedenfalls bei Harald sicherer. Hier ist Franziskas Antwort. Bist du eine Tatortguckerin? Nein. Nee? Nee. Eher so Dr. Haus. Dr. Haus weiß. Ja. Tatort ist langweilig, oder was? Ich habe einmal einen Tatort geguckt und ich glaube, ich habe einen ganz schlechten erwischt. Ja? Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo er gespielt hat, aber der war ganz mies. Na, also sie ist nicht Tatortguckerin. So, der Harald, der muss es dann ja wohl sein. Bist du ein Tatortgucker? Ja. Ja? Ja. Dein Lieblingsermittlerteam? Das ist das Münsteraner. Ja, er ist Tatortgucker, 10 Punkte. Ich habe die drei gefragt, ob ihr Name schon mal in der Zeitung stand. Wessen Name stand in der Zeitung, weil er einen Leserbrief geschrieben hat? Was glaubt ihr? Oh, der Harald liest viel Zeitung. Er hat vielleicht mal was geschrieben. Ah, der Harald, ja. Helmut ist ja eher so ein ruhiger Typ, aber da konnte... Nee, aber Helmut ist so einer, wenn der sich dann mal aufregt, dann sagt er auch, jetzt ist gut. Und dann setzt er sich in Ruhe hin und dann wird mal richtig, und noch einmal, dann kündige ich. Mhm. Franziska hat auch mal einen Leserbrief geschrieben, der veröffentlicht wurde. Also eine E-Mail zählt auch, oder? Ja klar, aber es geht darum, dass er veröffentlicht wurde, also ist deswegen der Name dann in der Zeitung steht. Ja, sie hat sich aufgeregt, dass in ihrem, da wo sie wohnt, im Wohngebiet, dass da eine Straße, die vorher verkehrsberuhigt war, dass das entfernt wurde, da diese 30-Zone, hat sich total darüber aufgeregt, weil sie das zu laut und zu gefährlich findet. Der Harald hat sich mal aufgeregt, dass die Schonzeit verlängert wurde, fürs Rotwild. Deswegen hat er geschrieben, oder? Der hat die Brunftzeit für alle gefordert. Nein, das ging um Natur. Es ging natürlich um irgendein Anliegen, was da im Raum Volkmaßen im Waldecker Land irgendwie vielleicht da war was. Ich kann da jetzt aber nicht genau. Er wird es ja in dem Film erklären, um was es da ging. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, um Grundwasser oder so. Ja, hier ist er. Dein Name, stand der schon mal in der Zeitung? Ja, wir haben Jagdveranstaltungen gehabt und da war mal ein Bildchen gemacht. Ja, vom Angelverein mal, haben wir mal eine Fahrt gemacht mit den Jugendlichen, mit den Kindern. Mhm. Und dann stand natürlich mein Name mal in der Zeitung. So ein Schuss, zwei Sau tot. Nee, das nicht, aber Prüfung bestanden zum Beispiel oder so, ja. Aber kein Leserbrief. Wir haben nicht Leserbrief vor. Oh. Was mit Helmut? Ja. Der Helmut, der kann sich aufregen, der setzt sich dann hin und dann schreibt er. Stand dein Name schon mal in der Zeitung? Ja, in Verbindung mit einem Leserbrief.
Da ging es um irgendwelche Verlegungen des Drogenmittelpunkts in Darmstadt. Die wollten das dann vom Luisenplatz ans Böllenfalldorf verlegen, da haben wir hier gewohnt. Da warst du der Geige. Ja, klar. Zumal da die ganzen Schulkinder morgens aussteigen, Tausende. Ja, hat er sich aufgeregt, hat er geschrieben, so wie Susanne gesagt hat. 10 Punkte. Und die Franziska hat sich geärgert, dass die Verkehrsberuhigung in ihrer Straße aufgehoben wurde und schrieb deswegen auch vielleicht. Stand dein Name schon mal in der Zeitung? Ja. Ja. Was hast du gemacht? Schlimmes? Es war ein Bericht über Leute, die in den Ferien nicht wegfahren, was die so zu Hause treiben. Und dann wurde ich auf der Leiter mit der Farbrolle in der Hand fotografiert und in die Zeitung gesetzt. Aber kein Leserbrief. E-Mail. Aber kein Leserbrief. Och Mann. Kann ich noch gewinnen? Ja. Du kannst noch gewinnen, ja. Wird schwer, ne? Wer von den dreien zieht immer ein Ticket beim Parken? Beim Parken? Ja. Ein Ticket. Parkst du ein Auto, ne? Ja. Dann geht man zu dem Automat, holt sich so ein Ding und geht wieder zum Auto. Das ist es, ja? Genau, die Dinger, meine ich. Was glaubt ihr? Wer sagt, nee, das ist mir zu riskant da irgendwie. Franziska? Ja. Ja? Die hat keine Lust auf die Strafe. Die sagt ja einmal 15 Euro da abgelatzt. Ja. Das mache ich nicht. Ist mir zu doof. Aber die zieht immer schön brav dann für 1 Euro, 2 Euro so ein. Machst du es? Mach's nicht, höre ich an deinem Ton. Du machst nicht, oder? Sag's mal ehrlich. Ich sehe das. Die Leute wollen es jetzt auch mal wissen. Ich sehe das als Sport auch durchaus, ja. Ob du erwischt wirst oder nicht? Ja. Mhm. Dann lege ich jedes Mal das Geld auf Seite, was ich gespart habe. Ehrlich? Ja. Ach nein. Ein schöner Korinthenkacker. Ich hab so ein kleines Schweinchen vorne im Auto drin. Ja, genau. Da kratzt die Politesse dran. Oh. Ich nehme den Helmut. Helmut, glaubst du, zieht immer ein Parkticket? Ist er so ein Korrekter? Erstens wollte ich ihn eigentlich nicht mehr nehmen und zweitens glaube ich auch eigentlich, dass er so ein bisschen Bohemien-mäßig, aber vielleicht tut er nur so, als wäre er so ein bisschen Künstlertyp. Vielleicht ist das in seiner Seele nicht. Was hat das denn jetzt mit Parkticket? Also Künstler, die sagen das, egal, weißt du, kriege ich halt ein Ticket. Ist der Roberto ein Künstlertyp, findest du? Roberto? Ja, weil er es ja auch nicht macht. Ach, er? Ja, ich bin Roberto, guten Tag. Ach, Sie, Herr Kapitän. Sehr angenehm. Ich dachte, Sie ist hier. Ja, Frau Dietchen, ich hör, sie sagt immer, ich höre da Stimmen, da redet eine. Nee, aber so Menschen, die sich nicht so an Vorschriften halten, weißt du? Okay, also bei Harald, da seid ihr euch nicht sicher. Harald, glaubt ihr, könnte sein, dass er nicht immer ein Parkticket zieht? Keiner hat auf ihn getippt, wir schauen uns jetzt zuerst Harald an. Beim Parken ziehst du immer ein Ticket? Nee. Ich lasse auch schon mal drauf ankommen, ja. Wie sieht das dann aus? Bei dir? Meistens gewinne ich. Ja, meistens gewinne ich. Siehst das richtig als Spiel so? Ja, so ein bisschen sportlich. Ja. Ja. Das heißt, wenn du auch einen Zettel dran hast, bist du auch nicht sauer. Dann sagst du, verloren. Ich hab Pech gehabt, dann hab ich verloren. Genau. Ja, so sieht das ja Harald. Gut, dass du nicht auf ihn getippt hast. Dann habe ich verloren. So, dann gucken wir uns jetzt den Helmut an, auf den Bettina eigentlich nicht mehr tippen wollte. Und Bodo, du sagst auch Helmut. Ja, weil die Bettina lange keine Punkte mehr gemacht hat, jetzt ist es soweit und da denke ich, da hänge ich mich einfach drauf. Wenn du mit dem Auto parkst, ziehst du dann immer ein Ticket? Ja. Ich ziehe immer ein Ticket. Ich habe auch schon für 2 Minuten habe ich auch schon 1 Euro eingeworfen, wenn ich meinen Sohn da am Bahnhof abgeholt habe und wusste nicht, wann kommt der Zug jetzt. Und ich habe gesagt, komm, ist egal. Ne? Er zahlt, ja. Jawohl, das sind 10 Punkte. So, und Franziska macht das auch. Ja. Wenn du parkst mit dem Auto, ziehst du dann immer ein Ticket? Ich versuche da zu parken, wo man keins braucht. Ja, wenn man eins braucht. Dann ja. Ja. Ist niemals Risiko, dass du sagst, komm, kostet 20 Euro, ich riskiere es mal? Nee. Ziehst du mal eins? Ja. Ja, und nochmal 10 Punkte für Susanne. Unser Punktestand, wir haben Bettina Tietje mit 20 Punkten, wir haben Bodo Bach mit 41 Punkten und bis jetzt alle Fragen richtig beantwortet, Susanne Fröhlich, und deswegen führt sie mit 60 Punkten. Sie können natürlich auch einmal ein Straßenstar sein, lassen Sie sich doch mal von mir auf der Straße ein bisschen befragen. Erzählen Sie ein bisschen was von sich oder gibt es auch ein paar Wissensfragen und danach werden Sie hier von einem sympathischen Radeteam im Studio eingeschätzt unter www.straßenstars.de im Internet. Da können Sie sich bewerben als Straßenstar oder wenn Sie mal als Publikum hier dabei sein wollen, bei einer Sendung. So, Bettina, bei der nächsten Runde musst du gut aufpassen. Och.
Denn jetzt gibt es pro richtig beantworteter Frage 20 Punkte. Und das heißt, Bettina Tietjen könnte jetzt noch 40 Punkte sammeln, die sie bitter nötig hat. Bettina, welcher Straßenstall liegt dir? Bei wem glaubst du? Ja. Also, der Helmut und ich waren ja lange zusammen, dann haben wir uns getrennt. Jetzt sind wir gerade wieder zusammen. Ja. Es ist eine Art Hassliebe, also ich versuch's einfach nochmal mit ihm. Okay, Bodo. Möchte den Harald, bitte? Den Harald, ich freue mich. Für Susanne. Ja. Den Helmut habe ich gefragt, er soll mal vervollständigen. Ein voller Bauch. Punkt, Punkt, Punkt. Studiert nicht gern. Studiert nicht gern, genau. Kennt er den Spruch? Ja, das kennt er, das kennt doch jeder. Also wenn er das nicht kennt, dann trenne ich mich sofort wieder von ihm. Ja? Also bist du jetzt sicher? Ja, also ich glaube, das war es. Vervollständige mal, ein voller Bauch? Tut's auch. Ein voller Bauch. Komm jetzt da drauf. Du hast es schon mal gehört, oder was? Ich hab's gehört, ja. Laufen, arbeiten. Komm nicht drauf. Nee. Nee. Und ich habe immer gesagt, er soll im Fernsehen nachdenken. Wie oft muss ich das noch sagen? Der Harald, den habe ich gefragt, woher der Begriff Kreti und Pleti kommt. Weißt du es? Wisst ihr es? Kreta und Plebeia. Ja, genau. Und Pleta, Plebeia, genau, der kommt aus der Bibel. Ursprünglich der Begriff Kreti und Pleti. Zweite Buch Samuels. Das zweite, du kennst dich ja aus. Das waren die Leibwachen des König Davids. Gibt es da ein Sprichwort dazu? Weißt du, was da gemeint ist? So Kreti, hier geht ja Kreti und Pleti. Hinz und Kunz. Ja, das ist letztendlich das Gleiche. Ne? Kreti und Pleti waren auch da. Das ist so. Genau. Ja. Hinz und Kunz. So sagt man das. Hinz und Kunz kennt er. Da hat er immer zwei Wildschweine so genannt bei sich auf der Lichtung. Und gesagt, hier, das ist Kreti und Pleti. Da ist Kreti, da ist Pleti. Und ihre Freunde Hinz und Kunz, ja. Das war's mit Kreti und Pleti. Jetzt noch mal für mich, damit zum Mitschreiben. Ja. Die Fragestellung heißt: Woher stammt der Begriff Kreti und Pleti? Und darauf soll Harald jetzt eine Antwort nennen. Und da ist die richtige Er soll Antwort das Wort der Bibel sagen. Kreti und Pleti, Hinz und Kunz. In der Stichlerei weniger, in der Jagd auch nicht. Aber nicht alle sind so doof wie ich. Komm, ja. Ja? Ja. Warum? Weil er weiß mehr als ich. Woher stammt der Begriff Kreti und Pleti? Vielleicht ein Märchen aus der ehemaligen DDR. Kreti und die Pleti, die beide ihren Vater verloren haben. Vielleicht. Allein durch den Wald laufen. Ja, sowas. Ja, Kreti und Pleti. Ja, und ein Zauberer. Zwei, ja, Figuren. Ja. Märchenfiguren. Ah ja. Gut, gibt viele dieser Blätter wie ich. Die Franziska, weiß die, was eine Korinthe ist? Weißt du es? Eine Rosine, oder? Ja, genau. Ist eine der, also Rosine ist der Oberbegriff. Es gibt die Korinthen, die Sultaninen und so weiter. Aber ich wollte eigentlich nur Rosine. Was sind denn dann Korinthen im Unterschied zur Rosine? Oder ist die Rosine der Sammelbegriff und dann gibt's? Rosine ist der Überbegriff und die Korinthe ist eine. Besonders schrumpelig oder? Die ist nicht geschwefelt und hat keine Kerne. Die Korinthe. Ja. Ja, kriegst du hin? Vielleicht. Mhm. Was ist denn eine Korinthe? Ja, was anderes als ein Korinthenkacker, oder? Ich habe da so eine getrocknete Frucht vor Augen. Ja, ne, die sollen ja auch abführend wirken. Vielleicht hat das doch was miteinander zu tun. Ja, es könnte auch eine getrocknete Traube sein, so wie eine Rosine. Vielleicht ist das ein anderer Name für Rosine. Ach, so ein helles Köpfchen. Korinthe. Ja. Nein. Ja, richtig. 20 Punkte für Susanne. Wahnsinn. Nein. Ach, die Franziska ist ein helles Mädchen. Da laufen die Filme so lang, bis die Kandidaten das wissen. Ja, genau. Bei uns hören sie eher bei mir, auf. Bei mir wird einfach weggeschnitten. Genau. Kredi und Pledi. Ja, alles gewusst. Ja, sag mal, der Helmut, den habe ich gefragt, wie oft er zum Friseur geht. Och, ich gebe es auf, glaube ich. Geht er häufiger als 6-mal im Jahr zum Friseur? Häufiger als 6-mal im Jahr. Das heißt, kann man also ja nicht sehen, der hat ja einen Hut auf. Ich sehe ja gar nicht, wie er da drunter aussieht. Ja. Nee, ich glaube es nicht. Mhm. Solltest du jetzt nicht aus Erfahrung nach dieser Sendung jetzt sagen, doch, ja? Weil du hast bis jetzt immer falsch gelegen eigentlich fast. Ja, man kann ja auch mal falsch liegen. Ja, ja. Mal ist ja gut. Man muss aber im Fernsehen nachdenken. Man muss im Fernsehen nachdenken. Ja, ja. Was man sagt. Ne? Ja. Mach ich was bei dir ist wurscht. Also geht er öfter als 6-mal zum Friseur? Ich habe keinen Lauf. So viel steht fest. Komm, jetzt gibt's mal. Also öfter als 6-mal im Jahr. Möglicherweise geht er einmal im Monat. Nee, ich glaube es eigentlich nicht. Am Ende, ganz bei der letzten Frage, da mache ich das Gegenteil von dem, was ich glaube. Aber jetzt glaube ich einfach, er geht nicht. 6-mal im Jahr oder öfter zum Friseur? Er geht nicht öfter als 6-mal. Okay. Wie oft gehst du zum Friseur? Alle 4 Wochen. Ich? Ja. Du hast einen Termin schon? Nein. Dienstag im Monat? Das macht meine Frau. Wir gehen dann gemeinsam hin, dann kriegen wir Rabatt. Ein Preis mit uns, Herr Bustermann. Es ist hoffnungslos. Ja, das tut er echt jetzt.
bisschen leid. Oh. Der Harald, kann der auf zwei Fingern pfeifen? Tischler, handwerklich begabt, klar, der freut sich, freut sich jeden Tag, dass er hat. Ja. Und wenn er merkt, es geht nicht mehr, dann hat er... Ach, du meinst, er macht das besonders gern auf so Tischlertreffen. Guck mal, ich hab's ja noch, ich kann noch. Daran erkennen die sich. Ein Test, wenn es nicht mehr pfeift, hat er einer verloren. Kannst du auf zwei Fingern pfeifen? Nee, kann ich auch nicht. Nee? Nee, kann ich nicht. Wieso nicht? Also ich sag gerade, so im Wald kann man das auch ganz gut mal gebrauchen. Hey, ich geh weg da! Nee, ich nehme immer eine Flöte, eine Pfeife. Nee, kann ich nicht. Wie eine Flöte, eine Pfeife? Ja, so eine Lockpfeife. Ja? Wie kann man da ran landen und locken zum Beispiel? Alles mögliche. Rehe, es gibt für alles ein Lockpfeifchen. Nee, aber nicht mit zwei Fingern. Oh ja. So, Susanne. Ja. Du hast bis jetzt alle richtig beantwortet, ne? Willst du ein bisschen Druck abbauen? Ja, dann kann ich mich doch eigentlich jetzt entspannen. Ja. Hat Franziska ein Kondom dabei? Jetzt? Ja. Um dich mit dir zu treffen? Wieso? Nein, also echt nicht. Ich will deinen Wert nicht runtertreiben. Nein, nein, nein. Aber das war ja, das ist ja nicht... Ich habe sie nicht gefragt, ob sie für mich eins... Nein! Dann hat sie eins in der... Nee. Ich glaube, es sind so Männerfantasien, dass wir allzeit bereit auch noch ihre Utensilien spazieren tragen. Nein, nein, nein. Schöner Gedanke, Roberto, aber... Franziska, hast du ein Gummi dabei? Ein Kondom? Richtig. Nein, weil ich keins brauche. Ja. Also, ich meine, man braucht immer ein Kondom, weil vielleicht habe ich jetzt irgendwie... Ich brauche ganz schnell ein Kondom, ich habe da gerade eine getroffen. Ja, dafür habe ich ein Feuerzeug dabei. Wie soll ich die Frau anzünden? Ich trage ein Feuerzeug bei mir, um Rauchern, die keins haben, aushelfen zu können. Ach so. Dafür trage ich kein Kondom, um Leuten, die vögeln möchten und keins dabei haben, auszuhelfen. Oh Gott, du hast ja recht. Bettina hat 20 Punkte, Bodo hat 41 Punkte und Susanne führt, weil wir so einfache Fragen gestellt haben, mit 100 Punkten. Noch ist nichts entschieden, denn jetzt kommt die Entscheidungsfrage. Wer tut es? Wer lässt sich oder wer schüttet sich für 10 Euro eine 1,5 Liter Flasche Wasser über den Kopf? Aber nehmen und schütten. Was glaubt ihr? Wer hat gesagt, mach ich? Gib mir die 10 Euro, 1,5 Liter Wasser über den Kopf ist doch kein Thema. Ihr seht, es war schön warm, als wir da gedreht haben. Also daran soll es nicht gelegen haben. Harald, nee, der sitzt doch so oft auf dem Hochsitz und wird nass. Oder meinst du, sitzt da mit dem Schirm? Da sitzt er halt im Hochsitz und da sieht es keiner. Aber ihr wart, so wie ich das gesehen habe, in Kassel. Ja. Der muss jetzt mit dem nassen Zeug und 1,5 Liter, das geht in die Kleidung rein. Also der kommt erstmal ein bisschen betröppelt, muss der jetzt zum Auto und so. Und das ist ihm nicht wert. Also da ist er, glaube ich, zu sehr Gentleman. Mhm. So, Helmut, was hast du für ein Gefühl? Du musst das Gegenteil tippen. Du musst den Hut absetzen, oder? Den sollte er absetzen, ja. Das ist ein guter Hut. Mein Gefühl sagt mir eigentlich gar nichts mehr. Ist leer in mir. Komplett gefühlskalt. Nix. Gefühlskalt zwischen dir und Helmut ist eine riesige Gefühlskälte. Ja, Funkstille zwischen uns. Frage ich erstmal Susanne mit Franziska. Das ist schwierig, oder? Total. Aber da ich ja Grundrechenarten beherrsche, bin ich ganz entspannt bei meiner Antwort. Ach so. Ja, ach so. Sie zockt. Ich sag mal, Helmut macht es nicht, weil ich glaube, er macht es, aber es ist im Grunde völlig scheißegal, was ich mache. Weil wir gucken uns den Helmut mal an. Helmut hat es nicht gemacht, sagt Bettina. Helmut, du bekommst von mir 10 Euro, wenn du eine 1,5 Liter Flasche Wasser über dir ausleerst. Also Prost. Ja. Er hat es gemacht, Bettina, du hast 20 Punkte gesetzt. Du hast keine Punkte mehr. Aber der Harald, der tut's nicht, sagt Bodo. Du bekommst von mir 10 Euro, wenn du dir eine Flasche Wasser über dem Kopf selber ausschüttest. Das habe ich mir schon gedacht, dass sowas kommt. Super. Man ist ja noch kalt. Oh, fuck. Bläh. Alle. Jetzt wollte der Jäger eine warme Flasche Wasser haben, oder was? Ja, eine warme wäre gut gewesen. Oh. Aber auch Robert kann rechnen, Bodo kann rechnen, hat noch einen Punkt stehen lassen. Einen Punkt habe ich mal. So, dann gucken wir doch mal, was Susanne gemacht hat. Sie sagt, sie kann auch rechnen und sie sagt, Franziska hat es nicht getan. Ja. Franziska, du bekommst von mir 10 Euro, wenn du dir jetzt hier selber eine 1,5 Liter Flasche Wasser über den Kopf schüttest. Ich habe noch so einen weiten Heimweg. Nee, wir lassen das mal. Ja, wir lassen. Ich lasse überhaupt nichts. Du lässt es. Ich habe nämlich nichts zu tun. Ach stimmt, ich sollte ja selber kippen. Nee.
Sie hat es nicht gemacht, so wie du sagst. Du hast nur 10 Punkte gesetzt. 110 Punkte. Unsere Gewinnerin zur Überraschung aller. Susanne Fröhlich mit 110 Punkten. Vor Bodo Bach mit einem Punkt. Haarscharf. Vor Bettina Tietjen mit gar keinem Punkt mehr. Das war Straßenstars. Danke an Harald, Franziska und Helmut. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles gut. Und ich bekomme mir noch ein Kondom.